Hi Leute und willkommen zurück zu Metroid Prime Remastered. Wir haben uns im letzten Part ein bisschen umgesehen, haben mit dem X-Ray-Visor unsichtbare Sachen gesehen oder konnten auch durch Wände gucken und haben uns hier nochmal einen Energietank geholt. Wir wollten wissen, was hier passiert oder wo wir hier hinkommen. Und ja, sonst war hier glaube ich auch nichts außer dieser eine Energietank. Wow. Da sieht man hier nichts, ne? Nee. Nee. Kann eigentlich nichts sein, oder? Ja, kann schon. So, komme ich von hier aus jetzt da hinten hin? Ah, Verankerungspunkt. Yep. Fast zu wenig schon, aber fast. Nice. Gut, haben wir den auch mal gekriegt. Perfekt. Wo können wir jetzt hin? Ist die Frage. Hier hinten vielleicht? Warte mal, hier können wir wirklich hin, ne? Wir haben uns die Schräge damals aufgehalten. Die Schräge war unter Wasser, soweit ich weiß. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Turm des Lichts. Da wir hier sind, können wir gleich hier unten links rein. Ja, passt. Wenn wir schon in der Nähe sind, warum nicht? Oh Mann, was hab ich denn irgendwo getan? Einer weniger. Ah, und noch einer weniger. Passt. So, das Ding kam von da. Und ich muss von hier raus. Einmal hoch. Karte. Ach, ein Schuss aus der Fakt. Ah, doch keine Karte. Nehmen wir nicht. Ah, das ist nur unser zweites, oder? Plus Artefakt erhalten. Sehr cool. Dies ist das Artefakt des Lebensspenders. Das fünfte von insgesamt 12. Aha, jetzt sind wir mal 2 und 5. Ey, warte mal, ist hier noch irgendwas? Eingehende Scan-Daten.
Energiesignatur erneut aufgetreten. Ungewöhnliche Energiesignatur geortet. Energiesignatur geordnet. Okay. Die kommen auch noch rein, weil da oben noch weiß ist. Und weiß kommen wir durch. Ja, passt für mich. Und, gehen wir nochmal genau dahin. Dass man unter Wasser nicht mehr langsam wird. So, ich glaube, die Viecher sind jetzt nicht nochmal da. Sonst ignoriere ich sie jetzt einfach. So, wo komme ich denn am besten? Tellenoberwelt. Da will ich nicht hin. Magmoor, da will ich hin. Da ist hier links. Wer zu viele von diesen blöden Viechern auftauchen? Ich weiß es nicht. So, ich werde erstmal speichern gehen. Kann nicht schaden. So, links weiter. Ja, links weiter. So, ja, passt. Und das hier war einer der schwersten Bosse mit den komischen Viechern da, die einmal um und rum sind. So, Magmoor, richtig? Magmoor. Meine Hilfe ist ja ganz gut, dass es die gibt, weil allein durchsuchen, boah, da werden wir ewig mit beschäftigt. Weil manchmal ist sie doch ein bisschen nervig, wenn man eh schon gerade auf dem Weg dahin ist. So, okay, dann können wir speichern nochmal. Ja, ich weiß, wir haben gerade gespeichert, aber dann können wir uns den Teleporter sparen. Ich weiß jetzt sinnlos drauf gehen. Jetzt sind wir schon zweimal oder dreimal? Keine Ahnung. Woll. Ich
Unbesiegbar für uns? Wow. Ist nur ein Würmchen. Na, oh, guck da hin. Ah, oh, mit Abkürzung. Moment. Nee. Ich hatte gerade gedacht, könnte das die Pläne zum Einsturz bringen. Merkt, wie man dieses Momentum verliert. Dann muss man eigentlich schon loslassen. Scheinbar schon, dann gehen wir links. Dann nehmen wir noch weiter. Schütze, richtig. Boah, keine Geschütze, sondern ihr. Boah, hör auf damit, hab ich gesagt. Okay, jetzt wird irgendwann plötzlich alles ausgetauscht. Boah, ist gefährlicher zu machen. Transporter, der zur Eiswüste führt. Da oben waren wir drinne. Ich denke, egal welchen Weg wir gehen. Gehen wir noch direkt hier lang. Ach, sie sieht so brüchig aus, ne? Lass probieren. Oh, warte! Was bist du? Ice Spreader. Okay, nehme ich. Weiß ja nicht, was es kann, aber ist bestimmt cool. Braucht bestimmt wieder Raketen, oder? Ice Spreader erhalten. Ja, diese gewaltige Attacke verbraucht jeweils 10 Missiles. Wow.
unter Verwendung des Icebeams bitte zum Aufladen A gedrückt halten. Bei maximaler Aufladung X drücken, um abzufeiern. Zusätzlicher Dateneintrag. Aha. 10 Raketen. Ja, es wurden neue Extras, okay. Das so Bonus-Dinger, die Raketen verbrauchen? Hm. Egal, nehmen wir mit. So. Nur Feuer. Sterblich. Gut, dass es ein bisschen Aimbot hat, dieser aufgeladene Strahl. Drückt mich das Feuer wieder darunter. Schön klar, Mann, ja. Das war die Wolle. Ah. Da? Jetzt hier lang. Danke. Sinnlos den gefährlichen Weg gelaufen, kann das sein? So, und Transporter immer noch geradeaus. Hier noch was scannen, was ich noch nicht hab. Ja, hab ich schon. So, einmal auf die andere Seite bitte. So, bei Grapple Beam ist das hier irgendwie schon ganz witzig. Oder ich mache einfach die Abkürzung. Der Grappling ist super hier in diesem Gebiet. Geht gar nicht. So, jetzt bin ich hier, wo ich hin soll. Ich bin wieder rauf. Schau mal hier rüber. Die Leuchtstäbe sind auch hier nicht umsonst. Hin. Passt. So. So. Oh. Schafft man das? Nö. Okay. Wie soll ich das schaffen? So. Da ist irgendwas mit einer Magnet-Ding ins Spiel. Ach, hier, warte. Übersehen.
Ist hier bestimmt. Ja, machen wir nochmal. Boosten. Okay. So. Von hier aus und hier rauf. Hier ist das. Auch nochmal, okay. So, und jetzt? Achso. Oh, nicht runterfallen. So, jetzt kann ich von hier aus hier rein. Ah, muss ich das wahrscheinlich hier machen? Oh. Ach du Schande. Das wird interessant. Oh nein, Viecher. Oh, gut. Ich dachte, ich müsste mich da jetzt noch hochspringen. Alles hier magnetisch. Ich schon wundern, warum das so großzügig ist. Noch mehr. So ist das soweit. Mein Name ist cool, aber. Ja, genau! Da spielt er nicht. Hallo. Da. Wow! Ich hätte das. Oh nein, ich hätte die Superbombe vorher werfen müssen. Ich dachte. Ich komme da so hin. Also, dass ich davor falle und nicht darauf. Oh, ist das traurig. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Ist mit ein paar weniger gefahren. Ein paar Viecher haben wir schon getötet. Die Kameraführung ist ja geil gemacht, ne? Kann man nicht anders sagen. Funktioniert hier super. So. Ich hab ein bisschen Angst.
So. Ich glaube, wir sind gleich wieder da. Ja. Aha. Ich werde gar nicht selber weggesprengt davon. Das mag ihn. Ah. Kann auch ein Gegner sein. Okay, ist das jetzt der rote? Ja, scheint so. Diese Lava gerade, optisch. Plasma-Beamer halten, sehr geil. So, bitte rechten Stick verwenden. Okay, um zum Plasma-Beam zu wechseln. Mit Hilfe des Plasma-Beams lassen sich Plasmatüren öffnen, rote. Okay. Gar nichts brauchen. Ein Ding kriegen wir noch. Sieht ja cool aus. Kann man hier aufnehmen. Nice. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Leider mussten wir es zweimal machen. Ein fetter Raum, ne? Nur für diesen Plasma-Beam. Aber jetzt kommen durch alle roten Türen. Eigentlich kommen jetzt überall durch, weil. Na, ich weiß nicht, wir haben noch nicht den Anzug für alles, aber was Türen angeht, kommen zumindest überall durch. So, ist noch irgendwas. Hier zumindest gerade nicht. Hinten noch irgendwo was. Könnte ich nochmal hin. Hier war auch Schrott im Weg. Jetzt, wo wir unsere Powerbomben haben, kann ich hier auch nochmal speichern. Ja, ist perfekt. Das heißt, wir müssen hier unten erstmal rein. Und nach links. Gut, aber was wir hier da verbirgt, werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Hier ist leider nichts zum kaputt machen. Aber schön, dass das eine echt was gemacht hat, wo das so kaputt aussah und da einfach mal so ein super Spreader war, Eispreader. Gut, ja, aber wie man Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.